Jo, Mahlzeit, Freunde. Und zwar, in diesem Video geht es um Fette. Fettes Video am Start. ich verrate dir, welche Fette es gibt, auf welche Fette du nicht verzichten solltest, also welche Fette essentiell für den Körper sind, und auf welche Fette du verzichten solltest, um optimal gesund zu sein. In dem Video wird dir auch klar, wie wichtig Fette sind. Fette sind übertrieben wichtig. Okay, welche Fette gibt es? Es gibt die gesättigten Fettsäuren, die einfach ungesättigten Fettsäuren und die mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Okay, die gesättigten Fettsäuren, meist in tierischen Produkten zu finden, Fleisch, Milch, Butter zum Beispiel, aber auch in Palmöl oder Kokosöl. Von Palmöl würde ich dir abraten, ich würde dir von tierischen Produkten abraten. Und Kokosöl würde ich zum Eincremen nutzen oder für die Haare. Keine kosmetischen Tipps, nur am Rande. Die einfach ungesättigten, was machen die gesättigten Fettsäuren? Die gesättigten Fettsäuren verändern dein Lipidprofil im Blut, also verändern das Verhältnis von HDL zu LDL, also gutes Cholesterin zum schlechten Cholesterin, verändert sich zum negativen, natürlich, gesättigte Fette sind nichts gut. Und das wiederum führt zu Gefäßerkrankungen, Arteriosklerose, zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Zivilisationskrankheiten. Nicht gut. Okay, kommen wir zu den einfach ungesättigten Fettsäuren. Zu finden in Erdnussöl, in Rapsöl, Olivenöl, sowas. Und was machen diese einfach ungesättigten Fettsäuren? Die sorgen dafür, dass das schlechte Cholesterin im Blut sinkt, während das gute Cholesterin, HDL, hab dich lieb Cholesterin, gleich bleibt. Okay? Des Weiteren sind diese einfach ungesättigten Fettsäuren am Zellaufbau beteiligt. Jetzt kommen wir zu den mehrfach ungesättigten Fettsäuren und das sind die wichtigen Fettsäuren. Die einfach ungesättigten und die gesättigten kann der Körper mit den richtigen Baustoffen selber synthetisieren. Also solltet ihr diesen Fettsäuren nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken in eurer Ernährung, um das mal dezent auszudrücken. okay. Zu den mehrfach ungesättigten Fettsäuren blende ich jetzt ein Bild ein zur Veranschaulichung zu dem, was ich jetzt erzähle. Okay? Bild ab! Diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren enthalten Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren. Die sollten im Verhältnis 1:1 stehen, meiner Meinung nach. Die DGE, also Deutsche Gesellschaft für Ernährung, empfiehlt 1:3 oder 1:5, 1 Omega-3 und 5 Omega-6. In den Omega-3 Fettsäuren enthalten, und das ist super wichtig übrigens, ich muss es nochmal unterstreichen, das ist super wichtig für eine optimale Gesundheit, das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 im ja, das soll meiner Meinung nach 1:1 sein, okay? Das ist super, super wichtig, um Entzündungen vorzubeugen. Alles klar. Zu den Omega-3-Fettsäuren gehört die Alpha-Linolensäure. Ja? Daraus kann der Körper DHA und EPA herstellen. Diese wiederum sind stark entzündungshemmend, gefäßerweiternd, wirken Rheuma und Gefäßverengungen entgegen, sind super heftig für eine optimale Gesundheit. Ich muss es nochmal sagen. Zu den Omega-6-Fettsäuren gehört die Linolsäure. Aus der Linolsäure stellt der Körper bei Bedarf Arachidonsäure her. Diese Arachidonsäure wird bei übermäßigem Verzehr von fettem Fisch oder fettem Fleisch zu viel aufgenommen, eindeutig in unserer Gesellschaft. Bei zu hohem Verzehr dieser Arachidonsäure lagert sich diese in den Zellen ein und sorgt für Entzündungen. Klar, Omega-6 entzündungsfördernd, Omega-3 entzündungshemmend. Alles klar. Wie wichtig ist es, dieses Verhältnis in Einklang zu haben? Anhand einer Studie möchte ich euch das mal eben ganz kurz erzählen. Und zwar wurde da mit 154 Teilnehmern eine 8-wöchige Studie durchgeführt. In dieser Studie wurde den Probanden zweimal am Tag ein Esslöffel Alpha-Linolen haltiges pflanzliches Öl verabreicht, also Omega-3-Öl verabreicht, mit hohem Anteil an Alpha-Linolensäure, also an den guten Fetten. Okay? Teilnehmer jeder Art, aller Klassen, aller Altersklassen, mit Krankheiten, mit Bluthochdruck, mit Diabetes, Adipositas, also mit Übergewicht. Und diesen Teilnehmern wurde das Öl verabreicht in Abwesenheit von Fisch. Und bei allen Teilnehmern hat sich diese Alpha-Linolensäure, diese guten Omega-3-Fette im Blutplasma, in den roten und weißen Blutzellen eingelagert, was natürlich optimal ist, um Entzündungen vorzubeugen. Des Weiteren hat sich im Verlauf dieser 8-wöchigen Studie mit jedem Tag das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 verbessert, was nochmal unterstrichen für eine optimale Gesundheit essentiell ist. Also mitunter am wichtigsten ist es in der Ernährung zu wissen, dass dieses Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 im Verhältnis stehen sollte. Und dann geht's dir gut, Freundchen. Okay. Der Blutdruck sank,
Verhältnis von LDL zu HDL hat sich natürlich verbessert, wie gesagt, das ALA, also die Alpha-Linolensäure, hat sich im Plasma in den Erythrozyten und weißen Blutzellen angereichert. Und eine Sache hat da nicht so gestimmt, die muss ich dabei sagen, und zwar das DHA ist gesunken. Laut der DGE sollen wir zweimal die Woche Fisch essen, um an dieses Wichtige, was der Körper selbst synthetisieren kann, aus der Alpha-Linolensäure, um an das Wichtige DHA und EPA zu kommen. Ich komme gleich zu einer anderen Studie. Dieses sank in dieser Studie, ne, dieses DHA, mit der Zeit. Okay, kommen wir zu einer EPIC-Studie, die muss ich ergänzen zum Thema DHA. Kommen wir zu einer EPIC-Studie. EPIC steht für European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition, bedeutet so viel, diese Studien befassen sich mit dem Zusammenhang zwischen Ernährung und Krebs. Gute Studien. In dieser Studie ist herausgekommen, dass wenn du deinem Körper zum Beispiel durch den Konsum von Fisch, weniger DHA und EPA zuführst, dass dieser aus der Alpha-Linolensäure, also auch aus der pflanzlichen, Omega-3-Fettquelle, mehr DHA und EPA herstellt. Also umso weniger DHA und EPA du deinem Körper gibst, umso mehr stellt dieser aus Alpha-Linolensäure, also aus Omega-3-Fettsäuren, aus dem guten Fett, stellt dieser diese her. Und das, meine Freunde, das hat einen Applaus verdient. Okay, machen wir weiter. Was würde ich machen? Was haben wir bisher gelernt? Das Verhältnis von Omega 3 zu Omega 6 sollte im Verhältnis stehen 1 zu 1. Wie kannst du das erreichen? Mit den richtigen Lebensmitteln. Also erstmal gesättigte Fettsäuren weglassen. Dazu muss ich kurz ergänzen, es gibt auch noch Transfette, gehärtete Fette. Das sind einfach ungesättigte Fettsäuren, und zwar von der Industrie verarbeitete, einfach ungesättigte Fettsäuren. In Butter zu finden, in Croissants zu finden, in Keksen, Plätzchen zu finden, Gebäck, Fertigpizza, in solchen Dingen. Kannst du ins Geschäft gehen und diese kannst du identifizieren. Auf der Verpackung steht gehärtete Fette. Mega miese Sache. Okay, machen wir kurz weiter. Was ich machen würde, aufgrund dessen, dass, wenn du Fisch konsumierst, Arachidonsäure aufnimmst und dass das Meer 2050 leergefischt ist, aus diesem Grunde würde ich auf Algenöl zurückgreifen. Denn, und das muss man wissen, das ist ganz, ganz wichtig, Fische sind nicht die Quelle von Omega-3-Fettsäuren, von den guten Fetten, von DHA und von EPA. Sind nicht die Quelle dieser guten Fette, die uns gut tun, sondern Meeresalgen. Okay? Also können wir diesen Wertschöpfungsschritt Fisch einfach auslassen und Meeresalgen konsumieren. Verlinke ich unter dem Video, kannst du dir bestellen. Diese sind unbelastet, also du schützt die Umwelt, nimmst die schlechten Fette nicht auf, also nimmst diese Arachidonsäure nicht auf, schützt die Meere. Und dazu gleich ein anderes Video, das drehe ich direkt hier hinterher, Teil 2, wenn du Bock drauf hast, erkläre ich Bioakkumulation, wie sich Gifte in Organismen anreichen, vor allem im Fisch. Mit Quecksilber, Methylquecksilber, Pestizide, Mikroplastik, solche Dinge versuche ich im Video zu erklären. Es gibt viele Gründe, keinen Fisch zu essen. Für mich auf Platz 1, dass die Meere total überfischt sind. Deswegen würde ich darauf verzichten. Deswegen würde ich mir Mikroalgenöl bestellen mit ordentlich DHA und EPA, und zwar unbelastet, optimal für deinen Körper. Das würde ich mir bestellen. Ich würde Chiasamen oder Öl, Leinsamen oder Öl, Walnussöl oder Kerne würde ich konsumieren. Ich würde Hanfsamen und Hanföl konsumieren. Ich würde mich informieren. Also diese Lebensmittel, die ich dir gerade aufgezählt habe, die sind wirklich gut für ein optimales Omega-3 zu Omega-6 Verhältnis. Algenöl ist optimal für DHA und EPA. Wir haben gelernt, dass DHA und EPA, dass der Körper diese aus Alpha-Linolensäure selbst synthetisieren kann. Das sind alles geile Sachen, Freunde. Der Körper, der ist ein Phänomen. Nochmal eben Applaus für den Körper.
Okay, alles klar. Ich habe euch gesagt, was ich machen würde. Auf Transfette verzichten, auf gesättigte Fettsäuren verzichten. Gesättigte Fette und einfach ungesättigte Fettsäuren kann der Körper selbst herstellen. Konzentriere dich auf die mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Gebe deinem Körper Algenöl. Verzichte auf die Wertschöpfungskette Fisch, um die Meere zu schützen, um deinen Körper zu schützen. Warum du deinen Körper damit schützt, wenn du keinen Fisch konsumierst, erkläre ich dir in dem nächsten Video, wenn du Bock drauf hast. Okay, gib mir gerne ein Feedback. Sag mir, ob ich was anderes anziehen soll oder ob ich mir den Bart blond färben soll. Sag Bescheid, konstruktive Kritik und Beleidigungen sind erwünscht, sind erlaubt. Und ja, in diesem Sinne, ne, ist die Lebensmittel, für die keine Werbung gemacht wird. Und esst weniger Fisch, schützt die Meere! Voller Müll. Ich habe auch etwas mitgebracht. Mir ist aufgefallen, verdammt, ich habe keinen Handtuch bei. Video Ende. Ess weniger Fisch, schütze mehr und lebt nachhaltig.